So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Ein kleiner Exkurs, denn wir wollen einen Film entwickeln. Ich glaube, dann habe ich aber auch alles hier erledigt. So. Öffnen. Wunderbar. Ich glaube, Mr. X sollte hier nicht mehr rumlaufen. Ich glaube, hier sollte kein Vieh mehr rumlaufen. Hoffe ich. Ja, hier liegt er, der arme. Wie hieß er denn noch? Marvin? Möglich, kann sein. Lass mich mal kurz überlegen, wie komme ich denn da am besten hin? Ja, sogar der richtige Weg. Falsch. Was will ich denn hier? Da ist hier. Er gibt nicht auf. Er steht da immer noch eisern vor. So, dann wollen wir mal einen Film entwickeln. Da ist er. Hidden Place. Oh, die Batterie des Controllers ist beinahe leer. Das ist gut zu wissen. Den Part sollte das überleben. Ansonsten habe ich ein großes Problem. Wo ist denn das? Also das eine. Ich glaube, das eine müsste im Stars-Büro sein. Das ist doch Weskers Tisch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das Radio, wo steht denn? Ja, natürlich. Ha, ich weiß, wo beides ist. Gut. Der Film ist nicht mehr momentan. Sehr schön. Dann gehen wir einmal ins Stars-Büro. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier einfach so rumzurennen. Wer weiß, wer hier noch lungert, den ich vergessen habe. Weil wir ja nicht mehr hier rumlaufen. So. Genau. Hier lag nämlich der umgekippte ja, Stifthalter. Und jetzt haben wir hier eine Holzkiste. Und da ist noch was. Seht ihr? Da. Einfach nochmal A drücken. Ha! Nochmal ein Film. So, was ist denn in der Holzkiste? Untersuchen. Ah, aufmachen. Für die Lightning Hawk. Noch mehr, damit sie noch größer wird. Wie sieht das denn aus? Und was bringt mir das jetzt? Kann ich jetzt irgendwie genauer zielen? Nö. Okay, immerhin haben wir jetzt noch einen Film. Den werden wir jetzt auch mal ganz schnell entwickeln. Ah, der Licker, ne? Ja, das ist Lars, sein Licker. Lars von den Zockerpansen. Gegrüßt seid ihr hiermit. Ja, also du. Ja, ist ja gut, Mann. So. Film entwickeln. Ha. Ah. Wer ist das denn noch? Das ist die aus dem Resident Evil Zero Game, ne? Rebecca? Ich weiß gar nicht. Egal. Nun haben wir sie mal in Sportkleidung gesehen. Schön und sexy. So, und jetzt gehen wir noch mal den anderen Ort absuchen. Und das ist schneller, wenn wir hier durchgehen. Oh Gott! Ah. Jedes Mal. Das war sogar falsch. Oh nö, das ist so ein Vieh noch! Oh. Ich fasse es nicht. Da ist noch ein Licker gewesen. Oh, toll. Einfach durch jetzt hier. Jetzt ist er weg. Da bin ich falsch gegangen und das ist die Strafe dafür.
Dann snacken wir gleich erstmal hier Heilung, damit es besser geht. Springt ja mich da an. Total vergessen. So, das ist. Das ist ja hier. Was hat man davon, wenn man hier durch die Gegend rennt? Den lassen wir da stehen. Hier ist nämlich das Radio. Was haben wir hier drin? Benzin. Was soll ich denn mit Benzin? Schatzjäger, Hidden Place, Alter. Voll cool. Voll cool. So, das war's. Ne? Das war's. Jetzt packe ich das Benzin noch hier in den Dingens rein. So. 400 Einheiten. Na, und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun. Ich sollte jetzt theoretisch, glaube ich, alles im Polizeipräsidium, ne? Okay, hier ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas. Aufnahmesachen. Goodies, ich glaube nicht, dass man die Gegner gesäubert hat, dass man dann sagt, okay, du hast alle Gegner getötet. Der Kartenabschnitt ist blau. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich will das ja nicht auf Any Percent spielen. Also was ich mitnehmen kann und was ich weiß, das nehme ich natürlich mit. Oh, was war? Kamera? So. Und wieder hinab in die... in den Jauche-Spaß. Aber cool, haben wir einen Shortcut nach oben? Ne, warte mal, hier waren doch auch noch Viecher, ne? Ja, ja. Wenn ich nicht da vorbei sneaken kann, Freunde. So ganz langsam, so vorsichtig, so. Shh. Noch langsamer. Da steht auch einer an der Tür. Ich bin auch ein Zombie. Deswegen bewege ich mich so langsam. Psst, Leon. Leise, leise, leise. Auf Katzenpfoten unterwegs hier. So, zack. Von den ganzen auch zwei. Ja, jetzt kann der Schlüssel auch weg. Weg damit. Ja, den Hebel brauchen wir noch. So, was haben wir hier? Großes Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Ja, hochwertig und groß, das ist ja wieder eine Shotgun. Obwohl, ja, vielleicht kombinieren. Sollten wir das auch machen. So, ich glaube, hier muss ich nicht mehr runter. Das heißt, jetzt gehen wir an dem vorbei. Ich habe keinen Bock auf dich, ne? Mal die Lightning Hawk benutzen. Oh, der Arm war durch. Aber der erste Schuss sollte schon sitzen. Toll. So, dann nehmen wir hier einfach mal die Figur mit. So, er knurrt darum. Ich würde schon sagen, irgendwas knurrt hier doch auf meinem linken Ohr. Warte mal. Das ist der, der mich so erschreckt hat. Der läuft jetzt da unten in der Suppe rum. Kann ich dich? Nö, das geht nicht. Ha, die Lightning Hawk macht Spaß.
Hat's der hinter sich? Ja. So. Hier haben wir das Vieh fertig gemacht, da liegt es. Genau, und jetzt müssen wir nämlich hier lang. Stimmt. Das war ja der andere Weg. Ich habe mich ja im letzten Part dafür entschieden, doch diesen zu gehen. Und jetzt müssen wir da runter. Ich habe da schon so viel Spaß. Das sieht auch nach so viel Action und nach guter Laune aus, was da unten uns auf uns wartet. Was war eigentlich... Warte mal, hier oben war doch... Was war hier? Ich glaube, da war das Ding kaputt, ne? Da können wir nichts drehen. Na, gut. Also. Ja, nichts. Dann mal runter hier. Was auch auf uns da unten wartet. Ich bin vorbereitet. Ja, what the hell was that? Die sind überall hier rausgeplatzt, oder? Voll die Faltergeräusche. Oh my god, this is getting worse. Ja, das wird immer schlimmer. Das würde ich auch meinen. Ich will nicht. Kann das sein, dass das hier vielleicht auch ein Endgegner ist? Das auch sieht aus wie fabernde Tentakeln oder sowas. Oh, da ist schon wieder so ein Vieh. Was habe ich denn alles? Kann ich da vielleicht dran vorbeirennen? Ich könnte natürlich Hits in Kauf nehmen. Oder ich verballer Munition und komme hier ohne irgendwie Schaden durch. Aber es sind wahrscheinlich noch mehr hier. Oder was anderes. Ob man sich daran vorbeischleichen kann? Ja, natürlich. Nein! Du nicht! Ja, mein Messer zurück. Bitte, danke. Oh nein. Hat er mich gesehen? Nicht gesehen. Eine Sackkasse. Oh nö. Oh nö, oh nö. Ich bin weg. Hier, lauf, 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 lauf. Hoch da. Und weg hier. Uff. Um Gottes Willen, ey. So. Gesund. Ich habe ein bisschen Munition verschossen. Aber macht nichts. Ach, Mr. Raccoon. Kann ich dich nicht schlitzen, sag mal? Nee, kann ich nicht. Ja, natürlich. Komm. Betrug. Ist das Betrug? Ah, guck mal, Medizin. Sehr gut.
Also das, was ich quasi beim Licker gerade verloren habe, habe ich quasi wiedergekriegt. Oder wäre ich nicht getroffen geworden, ne? Oder hätte man mich nicht getroffen, dann hätte ich jetzt nochmal Medizin gehabt. Was kommt hier rein? Der Königstecker. Oh, guck mal. Boah, das sieht ja aus wie Flammenwerfer. Ja, mach auf die Tür. Tritt sie ein. Was ist hier? Elektroteil. Ja. Wie komme ich denn? Ach, da ist auch so eine Sicherheitstür. Ja, den möchte ich ja haben, ne? Also, da müssen wir drankommen. Müssen wir. Oh, hier. Geil. Perfekt. Ultimative Heilung. Und dann noch ein bisschen Schutz. Queen. Was ist denn was? Untersuchen. Ah. Wir haben die Queen. Okay, benutzen. Zack. Und hier brauchen wir den King. Okay. Den haben wir ja noch nicht. Tschüss. Elektroteil, das werden wir auch untersuchen. Zack, damit der Königstecker steht. So, und jetzt hier wieder runter. Voll ins Ohr, jetzt stirb halt. So, jetzt schnell hier durch. Das Elektroteil einsetzen. Haha, geil. Chemischer Flamethrower. Voll nice. Der kommt hier hin. Und dann ist die Ordnung auch noch gegeben, Freunde. So, Flamethrower. Richtig geile Lightning Hawk, Shotgun und Boom-Pistole. Ja, mach auf da. So. Genau. Wir haben jetzt die Queen. Die Queen kann jetzt hier reingesteckt werden. Nee. Das ist nicht die Queen. Das ist ein Elektroteil. Untersuchen. Turm. Sehr gut. Komme ich jetzt ja immer durch. So, den mitnehmen. Ja, zieh dich mal hier rein. Ich habe eine Idee. Komm halt. Ach komm jetzt. Na, du Drecksack. Normalerweise soll das gehen, dass man, wenn man die Renntaste drückt, dass man den dann quasi aus der Hand rennt. So. Da kannst du jetzt drinnen versauern. So. Hier soll die Queen rein. Dann hier der König. Dann holen wir uns die Queen zurück. Ach ja, man kann ja auch eine schnelle Drehung machen. Und nehmen den König mit. So. Müssen wir jetzt wieder durch die Turmstecker halten, Darmstecker halten, Königstecker halten? Ja. Muss ich jetzt wieder durch die Jauche zurück? Echt jetzt? Nee, oder?
Ja klar, muss ich da durch. Ja komm, dann. Mit dem will ich nicht kämpfen. Lass mich mal kurz vorbei. Nee, mein Messer gibt's nicht. Ist ja widerlich. Aber da wir geschützt sind, sind wir geschützt. Oh, ich bin auch gesund. Na super, ich komme hier gar nicht zurück. Hey, 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 hey! Oh. Nee, mein Messer gibt's jetzt immer noch nicht. Oh ja, Warnung. Jetzt ist es unruhig. Das hätte man vorher wissen müssen. Hallo. Auch den Hit lasse ich mir geben. So, lass mich vorbei. Ich habe keinen Bock auf dich. So. Alter Schwede. Und? Warnung. Also... Man hat quasi die doppelten Hits, wenn man so möchte. Das heißt, der erste Hit geht durch. Da. Bauarbeiter. Sackgesicht, du. Ho, schön in die Kinnlade. So. Jetzt wieder zurück. Dann dieses Rätsel machen und dann Ada retten. So. Ja. Aber wenn wir ein grünes Kraut von mir kriegen, dann sollte es hier besser gehen. So. Ein grünes Kraut. Das soll ja gehen. Glaube ich. Das sollte auslangen. Ja, gesund. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, ich hoffe mal, mein Akku geht nicht leer, ne? Weil, wegen Batterien und so, das wurde ja angezeigt. Haben wir den Springer? Nee, den haben... Warte mal. Was ist hier drin? Hier ist der Springer drinne. So. Den nehmen wir jetzt einfach mal und setzen ihn hier rein. Wir können ihn ja erstmal untersuchen, ne? Untersuchen. Sehr schön. Und dann benutzen. So, erstmal die Figuren reinsetzen, wo noch das Etikett klebt. Was soll da? Das ist richtig. So. Okay, den nehmen wir mal auch raus. Untersuchen den. Das müsste der Läufer sein, ne? Ja. So lange kein Schach mehr gespielt. So, dann lass mal gucken. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Turm und der Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das heißt, ich mache hier den Turm rein. Den Turm, zack. Genau, Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, dann müsste hier die Dame rein. Das ist hier sie. Zack, wunderbar. Und dann ist das ja eigentlich nur noch 50-50, ne? Zack. Obwohl, stopp. Austauschen. Der Läufer muss hier rein und der König muss da rein.
So. Dann sollte sich Sesam öffnen. Ha, geil. Okay, Ada, ich bin fast da. Ada retten. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann Ada retten. Also, ne, sie müsste ja da noch liegen, können wir sie sehen? Da, genau da liegt sie. Ada, wir kommen. Uns geht's ja wieder prächtig. Also, Freunde, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Part.